Hallo und herzlich willkommen bei InsideWeek. In diesem Video bespreche ich die Handelsergebnisse der letzten Handelswoche im Rohstoff- und Futurehandel nach zu T-Daten. Wie man sieht, das Wochenergebnis ist gleich 0. Das heißt, ich habe keine Trades geschlossen, aber ich habe einen Trade eröffnet und den schauen wir uns gleich an. Wie immer fangen wir mit Risikohinweis an. Bevor wir uns den Trade anschauen, kleiner Anons, am nächsten Dienstag, am 18.06. um 18.30 Uhr findet ein Webinar statt. Ich werde ein Webinar abhalten zum Thema Trading, ein sicherer Weg zum Vermögensaufbau. In diesem Webinar zeige ich auch vom ersten Schritt auf, wie ich es geschafft habe, 1,5 Millionen in 10 Jahren mit Trading zu verdienen, welche Entscheidungen ich getroffen habe und warum ich mich für das Futures Trading entschieden habe, für diesen Trading-Ansatz und nicht für den anderen. Also sehr, sehr gutes Webinar. Ich würde euch empfehlen, vor allem wenn ihr jetzt gerade dabei seid, nach einem profitablen und erfolgreichen Trading-Ansatz zu suchen, dieses Webinar zu besuchen. Für diejenigen, die schon im Coaching sind, das Webinar wird langweilig sein, also für die ist es nicht geeignet, weil er handelt bereits schon nach COT-Daten bzw. Futures nach COT-Daten. Somit alle, die noch nicht handeln bzw. alle, die sich im Kreis drehen, nicht vom Fleck kommen und die nach einem profitablen Handelsansatz suchen, sind alle herzlich eingeladen am nächsten Dienstag um 18.30 Uhr. Die Anmeldung findet ihr in der Beschreibung unter dem Video oder auf der Webseite unter Webinar. Dann gehe ich auf die Performance ein. Hier sieht man alle Konten, die ich handle. Ich handle COT-Einstellige auf dem COT-1-Konto. Wenn man hier draufklickt, findet man auch, wie groß das Konto ist. 911.000 Dollar. Startup Trading Account mit einer Kontogröße knapp 30.000 Dollar. Hier sieht man anfangs geteilt 30.000 Dollar. Und COT-2 Trading Konto. Hier handle ich COT-2. Handelsstrategie 530.000 Dollar plus Anfangskapital von 50.000 Dollar, also 580.000 Dollar. Wenn man auf alle Strategien klickt, findet man die Equity-Kurve, also Kapitalkurve für alle Konten. So, wenn wir hier auf COT1 klicken, sehen wir, Wochenergebnis ist 0, Startup ebenfalls, Wochenergebnis ist 0 und Startup oder COT2 Trading Konto ebenfalls, Wochenergebnis ist 0. Und wenn man nach oben scrollt und hier auf offene Position geht, dann findet man hier, auf den welchen Konten ich offene Position habe. Und man sieht hier auf dem COT1 Konto habe ich eine offene Position und zwar 13 Long-Kontrakte im Zucker. Die schauen wir uns gleich an, beziehungsweise die Charts, Wochenchart und Tageschart schauen wir uns gleich an. Auf dem Startup-Konto gleiche Trade, aber mit einem Kontrakt, weil an die Kontogröße angepasst und auf dem COT2 Konto keine offenen Trades und auch keine Trades geschlossen im Laufe der Woche. So, ich fange mit COT1 Konto an. Das war die Watchlist für die letzte Handelswoche. Ich hatte auf der Long-Seite Zucker, auf der Short-Seite T-Notes, Canadian Dollar, Soybeans und Platinum. Den Trade habe ich nur im Zucker gemacht. Die Gründe zeige ich euch gleich. So, hier ist der Wochenchart im Zucker. Auf dem Wochenchart sieht man neben dem Wochenchart, neben dem Price-Chart auch die COT-Net-Position, COT-Index. Die Daten nutze ich, um meine Kauf- und Verkaufssignale abzuleiten. So, wir sehen hier, dass ich ein Kaufsignal nach COT-Daten bekommen habe im Zucker. Dementsprechend habe ich auf den Tageschart gewechselt und dort mit Hilfe von technischer Analyse und Price-Action-Patterns habe ich das richtige Timing für meinen Einstieg gefunden, für meinen Long-Einstieg. Dementsprechend nutze ich das Risikomanagement, um den Trade dann abzurunden. Wir sehen hier, riskiere ich 1% von meinem 900.000 Dollar Konto. Das hat mir erlaubt, dann 13 Long-Kontrakte zu eröffnen. Mein Stopp sieht man hier im Chart und mein Kursziel ebenfalls. Also ich habe hier ein sehr gutes Risk-Reward-Ratio oder CRV. Ja, und so habe ich meinen Long Trade aufgesetzt im Zucker. Die Position ist noch offen. Ich warte hier auf meinen Kursziel. In anderen Märkten von der Watchlist gab es keine Trades, weil die Märkte meine Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Und wie immer sind das die gleichen Gründe. Also der Markt lief dann in die andere Richtung und dementsprechend konnte ich kein Trade eröffnen, weil das wäre nicht regelkonform oder kein Einstiegsbutton entstanden. Ebenfalls dann eröffne ich kein Trade, weil das ist dann nicht regelkonform.
So, hier sieht man Startup Trading Account, Kontogröße 30.000. Hier handle ich einen Kontrakt, weil diese Kontogröße erlaubt nur einen Long-Kontrakt im Zuge hier zu handeln. Die Position ist noch offen. So, und auf dem Zug T2-Konto, wie ich bereits schon erwähnt habe, habe ich keine Trades geschlossen und auch keine Trades eröffnet. Das war eine ruhige Woche. Es gibt solche Wochen im Trading. So, meine Aufgabe als Trader besteht darin, nur dann zu handeln, nur dann aktiv zu werden, wenn die Trading-Chancen gemäß meinem Regelwerk aufkommen, dann werde ich aktiv und sorge mit einer robusten Routine und Disziplin dafür, dass ich diesen Trade dann auch regelkonform nach Strategie unter Beachtung von Risiko-Money-Management-Regeln umsetze. Nur auf diese Weise kommt dann der positive Erwartungswert der Strategie auf mein Konto in Form von Gewinn. Und dann muss ich auf die Kontinuität achten, so dass ich keine Trades verpasse, weil dann könnte ich den besten Trade verpassen und mein Ergebnis wird anders aussehen als der Erwartungswert der Strategie. Und die letzte Woche war eine Woche, wo ich mich an Geduld üben müsste, weil, wie gesagt, es gab keine Trades gemäß dem Regelwerk. Sowas gibt es auch. So, das war's von uns für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Sonntag. Wie immer, dort gibt es ein Handelsergebnis von uns. Viel Erfolg an den Märkten und auch viel Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei Europameisterschaft.